da gibt es sogar einen Artikel zu Todeseintritt nach Abtrennung des Kopfes. Sehr schön. Ja. Ist so allgemein bekannt, dass der Kopf noch ein bisschen weiterlebt. Nur bei Hühnern. Warum nur bei Hühnern? Wie kommst du drauf, dass es nur bei Hühnern so ist? Sehr, ich das nur bei Hühnern gehört, dass Hühner dann noch über den Hof rennen können. Ja, Menschen auch, wenn du ihnen schnell genug den Kopf abtrennst. Da gibt es ja, die Legende, dass der eine Piratenkönig irgendwie da noch über seine... Er hat 70 Jahre ohne Kopf gelebt. Nee, der hatte den Deal, dass er, wenn er es schafft, an seiner Mannschaft kopflos vorbeizurennen, dass die dann befreit werden, wenn er es schafft. Das hat das sogar geschafft haben und dann hat er damit. Um sie damit der Sage nach vor der Hinrichtung zu retten. Ja, der Klaus Störtebecker. Der forensische Pathologe Ron Wright ging davon aus, dass man nach der Abtrennung des Kopfes das Gehirn für etwa 13 Sekunden weiterleben könne. Zumindest seien Augenbewegungen und so weiter innerhalb dieses Zeitraums möglich. Aber kein Rennen. Dein Körper kann nicht mehr. Dein Kopf rennt eindeutig nicht mehr davon. Ja, aber dein Körper kann, wenn dein Kopf abgetrennt wurde, kann dein Körper nicht noch 50 Meter an deinen Soldaten vorbeirennen. Wenn er genug Schwung hat, Schwungmasse. Was ein Huhn schafft, das schaff ich auch. Halt mal mein Bier. Kirikus ist now AFK. Ja. Sehr schön. Ich fange an, den Berg abzubauen. Wieder mal. Welchen? Stein. Meinen. Mhm. Es ist immer mein Berg. Es existieren moderne wissenschaftliche Messungen an Ratten, die unter EEG enthauptet wurden. Demnach fällt nach der Enthauptung die Aktivität exponentiell ab. Nach etwa 3-4 Sekunden fallen die Werte unter 50% des aktiven Gehirns, was als sicher angenommen wird, dass keine bewusste Wahrnehmung mehr existiert. Es schließt sich eine Phase an, die einem Tiefschlaf gleicht, sodass bis zu 15 Sekunden nach der Enthauptung unbewusste Reaktionen auf Reize möglich sind. Entsprechend einer fortschreitenden Komatiefe. Ja, aber... Alle Autoren schlussfolgern, dass in den ersten Sekunden nach einer Enthauptung eine bewusste Wahrnehmung des Schmerzes vorliegt. Aber du kannst da nicht mehr rennen, wenn du komatös bist. Wie gesagt, was ein Huhn schafft, das schaffe ich auch. Gibt es irgendwelche Studien dazu, ob die Körper noch funktionieren danach, kurz? Nicht wirklich. Sollte man mal testen. Kannst du dir mal anbieten. Ich biete Modi gerne an. Nee, danke. Ich meine, gerade den Kopf abreißen, das würde ich noch hinkriegen, aber sonst. Alles Spaß. Alles Spaß, Leute. Ich brauche den Modi noch. Wozu? Ich bin nur da, um den Trailer an. Für den Podcast. Da bist du auch nur da und guckst die Trainer an. Was? Okay, das ist mein Wecker. Cool, Zeit aufzustehen. Ja. Es ist 23 Uhr. Ja. Es wird spät. So 23 Uhr findest du spät? Ja, für den Stream.
12 Stunden Stream, let's go. Muss bloß wechseln zum Hot-Tub-Stream, dann funktioniert das schon. Obwohl, gibt Leute, die bis 3 Uhr nachts streamen. Wobei, 12 Stunden Hot-Tub stelle ich mir auch sehr schrumpelig vor. Ja. Definitiv. Muss gerade wieder an so einen wunderschönen Stream von RT Game denken. Hat einen Hot-Tub-Stream auch durchgezogen. Bloß war er komplett im Anzug. Tja. Saß schon die ganze Zeit im Anzug in seiner Badewanne. Ich hätte auch einen Anzug. Von Subscribern auf eine aufblasbare Banane geschrieben. Ja, also ich hätte auch einen Anzug da, also lässt sich machen. Zufällige Artikel. Ach, ich habe kein Planschbecken da. Edin Nuredinovski ist ein nordmazedonischer Fußballtorwart. Aha. Okay, cool. Aber wenn ich gerade noch bei den Hauptschulen. Tony Coleman. Noch ein Fußballspieler. Diesmal Englisch. Wer hätte es gedacht bei dem Namen? Verdammt. Klang amerikanisch. Mensengesäß. Der ist dänisch. Oder schwedisch. Ein Ortsteil des Marktes Mömbris im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg. Aha. Interessant. Und damit Teil von Bayern. Aha. In Bayern. Stuart Strait ist eine 3 Kilometer breite Meerenge vor der nordwestlichen Spitze Südgeorgiens. Dann dauert so, bis du bei Hitler landest. Das Hitler-Game ist halt doch sehr simpel zu spielen, solange man auch nur ein sehr grundlegendes Wissen von Geschichte hat. Ich meine mit den Random. Ja. Achso, dass ich dauerhaft nur noch zufällige Artikel drücke, bis ich irgendwann beim Mittler rauskomme. Naja, die Chancen nicht sehr gut. Tja. Ich sag, das schaffen wir heute noch, bevor es denn. Nö, kann. Ich würde, glaube ich, gleich Schluss machen. Glaube ich nicht. Wenn ich das jetzt hier fertig habe. Artikel deutsche Wikipedia. 2.606.944. Ich glaube, das wird heute Abend nichts mehr. Ach, machst du zufällige Artikel oder was? Ja. Na toll. Dann mach aber auf Stupidedia. Stupidedia finde ich halt in keiner Weise witzig. Ich schon. Wundert mich nicht. Charlotte zu Schaumburg-Lippe. Aha. Wer ist denn das? Entschuldigung, aber da muss ich lachen. Das ist ein geiler Name. Vollständiger Name: Charlotte Marie Ida Luise Hermine Mathilde. Aha. Sehr schön. Kommt bei den Buchstaben zufällig irgendwas raus, wenn man es nacheinander setzt? Kmilhm. Nein. Wenn du die hintersten Buchstaben nimmst, hast du EAE. Tja. Geboren 1846 im Schloss Ratibonice in Böhmen und gestorben im Schloss Bebenhausen in Württemberg. War ein Mitglied des Hauses Schaumburg-Lippe und von 1891 bis 1918 die letzte Königin von Württemberg. Sachen gibt's. Okay. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Oh, ich hab fast Fortschritt gemacht am Turm. Ich hab die halbe Kirche gleich fertig.
Und ich brauche halt gefühlt einen Stack pro Reihe. Sie war die letzte Königin in Deutschland. Ah. Aha. Warum weiß man von ihr so wenig? Wahrscheinlich, weil sie nicht relevant sind. Ganz einfach. Außer bei ihrem Mann eher die interessantere Person und ja. Wer war denn ihr Mann? König Wilhelm II. Oh. Den kennt man. Ja, den kennt man. Prinz Wilhelm zu Schaumburg-Lippe. Okay, das ist irgendein anderer Wilhelm, glaube ich. Warte, nee. War die älteste Tochter des Prinzen. Warum heißen die alle Wilhelm? Tja, so war das bei den Königen. Ihr Vater also Wilhelm heißt, und alle verwandt. Wilhelm Charlotte. Ja, natürlich. Charlotte war Erdmonarchie. Die Tochter des Prinzen Wilhelm zu Schaumburg-Lippe. Jüngster Sohn des Fürsten Georg Wilhelm zu Schaumburg-Lippe. Natürlich, die Könige waren damals alle verwandt. Ja, aber trotzdem ist das gleich Erbmonarchie. Wilhelm der Erste, Wilhelm der Zweite. Warum erbst du nicht den Namen? Sie war dessen zweite sie heiratete König Wilhelm II. Von Württemberg. Sie war dessen zweite Ehefrau und galt in Württemberg ebenso wie ihre Vorgängerin Marie zu Waldeck und Piemont als politisch unbedeutende Partie. Mhm. Sollte die Heirat aus Gründen der Staatsräson erfolgt sein, es fehlte ein männlicher Nachkomme, so ging dieses Kalkül nicht auf, denn die Ehe blieb kinderlos. Sehr schön. Du geschichtlich als irrelevant. Als württembergische Prinzessin lebte sie zunächst in Ludwigsburg und Stuttgart, als gab's Königin diesen, Wilhelms Palais in Stuttgart. Gab's nicht diesen einen Typen, der jetzt irgendwie noch verwandt hat von damals mal dem Königshaus, der jetzt irgendwie sein Schloss zurückgefordert hat, weil... Du meinst den einen Typen, der fordert, dass Deutschland wieder Monarchie werden sollte und er König? Nein, da gab's irgendjemanden, der noch irgendwie Sohn vom damaligen Fürsten oder so weiter ist und jetzt der ging jetzt durch die Medien, weil er das Schloss einziehen wollte. Er gesagt hat, ist mein Recht, weil mein Vater hat das Schloss gehört und jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass die Bundesregierung nur gesagt hat, wer sind sie überhaupt? So genau weiß ich das jetzt auch nicht. Ja, ganz ehrlich, Deutschland hat halt keinen König. Deutschland an sich hatte auch nie einen. Na schon. Nein, aber Deutschland sie scheint im Endeffekt in Richtung Feministin zu gehen. Mhm. Sie hat insgesamt 32 Protektorate und Schirmherrschaften für soziale und karitative Einrichtungen übernommen. Und daneben noch das Diakoniewesen des Schwäbischen Frauenvereins, die Zentralabteilung, Zentralleitung für Wohltätigkeit, die Württembergische Sparkasse und das Rote Kreuz. Aha. Sparkasse auch noch. Was für eine Frau. Natürlich engagierte sich Charlotte nicht persönlich in der Frauenbewegung, aber sie signalisierte Übereinstimmung mit deren Zielen, in denen sie Protektorate für Einrichtungen übernahm, die Verbesserung weiblicher Belange im Blick hatte. Mit ihrer Autorität als Königin unterstützte Charlotte vor allem Bildungseinrichtungen, in denen Mädchen zu selbstständiger Berufstätigkeit ausgebildet werden sollten. Ganz besonders zeigte sie ihr frauenpolitisches Engagement in der Patenschaft für den Württembergischen Malerinnenverein sowie für das erste württembergische humanistische Mädchengymnasium, das Stuttgarter Charlottengymnasium. Willkommen, Uranguwa zu Klaus. Ich kann den Namen nicht aussprechen in der Community. Naja, Follower. Yay, willkommen. Wir haben jemanden im Chat. Es ist vermutlich Orang-Utan Klaus. Wenn ich raten müsste. Ja, Orang-Utan Klaus. Genau das. Ich konnte bloß gerade nicht lesen. Nach dem Ende der Monarchie in Württemberg.
Bei seiner ich war bloß gerade Lesebänder. Der Zweite mit dem württembergischen Staat für sich und seine Frau ein lebenslanges Wohnrecht im Schloss Bebenhausen und eine jährliche Rente vereinbart. Neben der staatlichen Apanage erhielt Charlotte von der herzoglichen Hofkammer einen Zuschuss für die Hofhaltung. Nach dem Tod ihres Gemahls 1921 lebte Charlotte, Herzogin von Württemberg, noch 25 Jahre zurückgezogen in Bebenhausen. 1944 erlitt sie einen Schlaganfall, der sie zwang, die letzten beiden Jahre ihres Lebens im Rollstuhl zu verbringen. Die ehemalige Königin starb am 16. Juli 1946 im Alter von 81 Jahren in Bebenhausen. Mit ihr starb nicht nur die letzte württembergische Königin, sondern auch die längst überlebende ehemalige deutsche Königin, nachdem ihr die sächsische Carola von Wasa-Holstein-Gottorp schon 1907, die Bayerin Marie-Therese von Österreich-Este 1919 und die Preußin Auguste Victoria von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg 1921 in den Tod vorausgegangen waren. Haben wir unseren Bildungsauftrag heute auch erfüllt. Ich habe irgendwann mal den Namen abgeschalten, ehrlich gesagt. Ich finde es witzig, wie lang die immer sind. Oh, shit. Ja, die Namen sind sehr lang, wie gesagt. Ich bin immer noch happy, dass ich keinen zweiten Namen habe. Ich habe einen zweiten Namen. Ich will jetzt... Warte, ich muss mal kurz die Stammbaum-Software wieder starten. Wie denn mein Name aussehen? Ich muss mal gucken, wie mein Name aussehen würde, wenn ich den zweit oder dritt oder viert oder fünft oder sechst oder siebt oder acht oder neun oder zehnt Namen hätte. Was ist das Maximum, das man einstellen kann? Das ist es nicht, sondern das Maximum ist, wie weit ich meinen Stammbaum zurückverfolgen kann. Irgendwelche Wünsche von dir, Orang-Utan Klaus, was wir Wikipedia googeln sollen. Gibt's was du wissen willst? Wir lernen hier heute Sachen. Einen Blatt für alle Nutzer installieren. Auf geht's. Gib mir die Daten. Was Finish. Willst du wissen? Einen Blatt von Dirk Böttcher. Yeah. Open. Das sieht sauber aus. Documents. 359 Personen geladen. Du Scheiße. Okay, wo zum Fick bin ich? Go to C R. Der Hanek. Okay. Zweitname. Gehen wir mal durch. Ich brauche einen Notizzettel. Na Prof, der Name ist auch nicht gar nicht so selten. Das ist also einfach. Ich weiß nicht, ob so viele von deiner Sorte. Christian Werner. Fuck it, nehmen wir von dem mal den. Ach, fuck. Friedrich oder den Christoph? Das Gerüst ist noch zu schmal. Aber auch hier schon. Werner Friedrich Wilhelm. Vater heißt Friedrich Heinrich Wilhelm. Vater heißt Friedrich Heinrich Christoph. Tja. Ist ja schade, wenn mehr Wilhelm drin gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich adelig gewesen. Ach so, du musst natürlich das was noch drunter. Verdammt. Wilhelm. Wo habe ich aufgehört, da was drunter zu setzen? Heinrich. Obwohl, Dani. Ah, nee, Heinrich passt schon. Heinrich. Was machst du eigentlich gerade? Hans. Fehlt mit Software. Johann. Hält sich einen Namen zusammen. Und wieso das? Warum Jochen, nicht? Ich will gucken, wie weit ich gehen kann, wenn ich mir immer immer Namen von meinen väterlicherseits Vorfahren mir zusammenschreibe. Wie viele Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-, Sechst-, Sieben-, Acht-, Neun-, Zehn- und Elft-Namen ich da reinbasteln kann. Aha. Wie viele sind eigentlich legal? Das brauchst du. Das finden wir jetzt raus. Oh, Scheiße. Deutsch. Bin zu blöd, um Land.
maximale Zweitnamen. Na toll, jetzt haben wir den Orang-Utan Klaus verscheucht. Wie viele Vornamen sind erlaubt? Genau das will ich wissen. Hier noch das Ding, das da unten. Das ist gefährlich in so einer Höhe. Okay, bei 5 machen sie Schluss scheinbar. Schade. Eine Mutter aus dem Rheinischen wollte ihrem Jungen nämlich 12 Namen geben und ist vors Gericht gezogen. Und das ging nicht durch. Wahau, Tecumseh, Migiskau, Kioma, Ernesto, Inti, Pritibi, Pata, Shayara, Majim, Alessandro. Gesundheit. Genau. Naja, aber ich bin jetzt rausgekommen bei Ranek, Christian, Werner, Wilhelm, Christoph, Heinrich, Jürgen, Hans, Johann, Jochen. Tja. An Namen mangelt's nicht. Geht. Hübscher Name. Hans Friedrich, Jürgen Heinrich, Johann Heinrich, Johann Friedrich, Heinrich, Christoph, Friedrich, Heinrich, Wilhelm, Friedrich, Werner, Friedrich, Wilhelm. Aber Ranek an sich ist schon... Da haben sie auch schon wieder Fantasie gehabt. Einer von den beiden Söhnen von Friedrich, Heinrich, Wilhelm heißt auch Friedrich, Heinrich, Wilhelm. Kreativ. Wow. Aber es durftest du wahrscheinlich deine Kinder nur so nennen. Das ist jetzt nicht das Problem. Du durftest deine Kinder nennen, wie du willst. Oder aber vielleicht waren. Auf halbem Weg haben sie auch irgendwo in. Oder vielleicht waren auch die Könige damals nicht so kreativ. Besonders. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute damals einfach nicht kreativ waren. Oder zu kreativ. Also die Könige haben auch hier halt. Irgendwo in 1700. Ende 1700 haben sie auch spontan einfach noch einen Buchstaben in meinen Nachnamen dazu gedichtet. Aha. Natürlich. Davor war es Kors mit C-O-R-S und danach kam plötzlich ein H in die Mitte. Interessant. Hat sich wahrscheinlich einer verschrieben und hat es einfach so gelassen. Wer weiß. Irgendjemand weiß es. 58 Jahre alt. Wer das damals getan hat. Der erste mit dem H geworden. Für die Zeit wahrscheinlich sehr alt. Der früheste Eintrag, das wäre Jochen Kors, wäre irgendwann um 1700. Was ich aber auch nur grundlegend ableiten kann aus seinem Sohn Johann Heinrich, der 1736 geboren ist, aber da fehlt auch schon wieder das Datum, wann er gestorben ist. Tja. Weil hat man nicht notiert Punkt oder was? Ab dem Punkt sind die ganzen Kirchenbücher im 30-jährigen Krieg abgefackelt. Ah, okay. Dann hat man nicht notiert, wann er gestorben ist oder was? Doch, aber die Kirchenbücher sind abgefackelt, sprich, man weiß es nicht mehr. Da stand nur in den Kirchenbüchern oder? Ja, wo soll's denn sonst stehen? Damals stand es nicht in der Excel-Tabelle. In den königlichen Unterlagen. Könige interessiert das ein Scheiß. Die einzigen, die sich sowas notieren, sind die Kirchen. Halt für Begräbnisse und Taufen, Begräbnisse, Heirat. Tja. Stimmt. Warum sollte sowas auch die Könige interessieren? Die wollen nur ihren Anteil, mehr nicht. Die werden sich denken, wer in dem Haus wohnt, gehört zu der Familie. Ja. Und die haben dann auch zu zahlen. Wenn die Steuer zahlen, ist wichtig. Steuern waren damals schon das Oberste. Die Wirtschaft muss laufen. Die Wirtschaft. Die Wirtschaft.
Ach ja. Christian Lindner gefällt das. Ja. Ach ja. Die FDP. Wenn sie nicht so scheiße wäre, wäre sie... Nicht so scheiße. Scheiße. Sie haben Ideen, aber dummerweise sind die ganzen scheiß Wirtschaftsliberal-Radikalen halt echt unwählbar. Ja, exakt das, was ich sage. Die Ideen sind gut und wenn sie halt nicht so dermaßen unwählbar und scheiße wären, dann würde ich sie vielleicht sogar wählen. Wobei, wenn man sich anguckt, was die auch sonst so für einen Scheiß durchziehen, braucht man es nicht unbedingt. Besser als andere. Immer noch. Und das ist naja. Traurig. Besser als CDU auf einmal, aber das ist keine Kunst. Ich stehe so auf beide auf eine Stufe in der Beschissenheit, ganz ehrlich. Ich habe schon öfters gesagt, dass es bei mir stehen sie mit der AfD auf einer Stufe. AfDP. Ja, wegen der einen Sache. Mein Gott. Ja, wenn er sich mit der AfD verbündet. Es gibt so viel Schlimmeres, was sie gemacht haben. Warum man die nicht wählen sollte. Einmal drüber nachzudenken, mit jemandem zu koalieren, der dir nicht passt. Das ist nicht nur mir nicht passt, das ist mit Faschisten zu koalieren. Ich vermisse die Zeit, als die NPD nicht. Die einzige richtig rechte Partei war. Ja. Haben sie jetzt noch dafür gestanden, dass sie Nazis sind? Ja, die sind auch wieder zugelassen worden. Warum? Ja, der dritte Weg ist auch zugelassen worden. Warum? Warum nicht? Ich glaube nur ich selbst, dass Nazi bezeichnet ist, sonst vielleicht nicht zugelassen werden. Naja, nationale Partei Deutschlands, bei denen ist halt klar, es sind die Nazis. Dafür schreiben sie jetzt nicht direkt rein, aber jeder weiß es. Dafür wurde die APPD nicht zugelassen. Was für ein Ding? Die APPD, die Anarchistische Punkepartei Deutschlands. Ah ja, die. Hättest du die mal lieber zugelassen, die ist besser. Ja. Haben sich auch drüber aufgeregt. Ich find's immer noch lustig, dass die Grünen es geschafft haben, nicht im Saarland zugelassen zu werden. Ja. Die Partei ist auf... Gegen Geschwister-Ehe ausgesprochen, oder was? Nee, sie haben sich innerparteiliche Schwierigkeiten. Innerlich darum gekappelt, wer jetzt wo auf der Liste steht, bis sie nicht mit ganzen Fristen nicht mehr einhalten konnten. Ach, die Sache, ja. Ah, so ein Bullshit. Argument, wir haben Frauen, ne? Ja. Ist halt auch lustig, nachdem wir jetzt 16 Jahre lang eine Bundeskanzlerin hatten. Ja, ja. Gut, guck dir den Rest vom Kabinett an. Horst Seehofer. Ja. Andi Scheuer. Ich wollte nur anmerken. Die Weiblichkeit in Person. Nein, das ist wahrscheinlich eher Söder. Andi B. Scheuert. So, das haben wir fertig. So tolle Demokratie. Es ist eine Demokratie, nur keine gute. Ich sehe nichts als Demokratie, wo man nicht direkt abstimmen kann. Das ist auch eine Meinung. Tja. Und direkte Demokratie bin ich auch für. Solange ich mich nicht direkt an der Gesetzesbildung beteiligen kann, als normales Mitglied des Volks, ohne direkt Repräsentant zu sein, ist das für mich keine Demokratie. Ich denke mir die meiste Zeit nur so. Demokratie heißt die Stimme des Volks und nicht die Wahl des Volks. Das sehe ich ganz genauso. Ja. Direkt Demokratie fördern. Aber ich denke mir halt, ja, egal was wir machen, wir haben immer noch eine bessere Demokratie als die USA. Das auf jeden Fall. Das ist keine große Kunst. Ja, aber man muss klein anfangen. Wir haben noch eine bessere Demokratie als die Türkei. Die haben nämlich keiner. Das ist auch keine große Kunst. Ja, versuchen die überhaupt noch sich als Demokratie aufzuspielen oder ja. Haben die aufgegeben? Versuchen sie manchmal. Versucht die Türkei eigentlich immer noch in die EU reinzukommen? Ja. Ich glaube. Machen die sich ernsthaft noch irgendwelche Hoffnungen? Ja. Ich glaube.
Nee, tust du nicht, Mordi. Türkei, EU, Eintritt. Nein, Mordi, du glaubst nicht. Natürlich, ich glaube, dass die sich Hoffnung machen. Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der Europäischen Union. Verdammt. Okay, sie haben den ganzen Prozess 2016 eingefroren. Ah, okay. Tja. Am 24. November 2016 haben 479 Abgeordnete des Europaparlaments für ein Einfrieren der Beitrittsverhandlungen gestimmt. Lass mich raten, die AfD war natürlich mal wieder dafür, dass noch... Wahrscheinlich dagegen sogar. Denen dürfte das ganz gut gefallen. Die AfD, die wollen das doch, dieses da... Wir sind doch Türkei-Freunde. Seit wann das denn? Seit schon immer. Ah. Donald Trump fanden sie auch großartig. Ja, das war ja klar. Erdogan finden sie toll, den Autokraten finden sie halt genial. Dann müssen die ja Putin lieben. Tun sie auch. Tun sie. Oh. Putin, Erdogan, Donald Trump. Turm ist übrigens fast drei Viertel fertig. So, die Hälfte. Auch noch 8 Meter. Die Hälfte steht.